Das Violinkonzert in E-Moll von Mendelssohn gehört für mich zu den großartigsten Kompositionen überhaupt. 6 Jahre lang hat der Komponist an seinem Werk gefeilt und an dessen Perfektion. Und allein der Anfang, der ihm, so schreibt er, keine Ruhe ließ, allein diese Eröffnung macht das Konzert zu etwas ganz Besonderem. Dieses Konzert einzuspielen war ein lang gehegter Traum von mir und ich hätte mir keinen besseren Zeitpunkt dafür aussuchen können. Nach monatelangem Lockdown und musikalischer Entbehrung habe ich dieses gemeinschaftliche Projekt geradezu herbeigesehnt und ich glaube, alle Beteiligten, alle Musiker waren begierig darauf, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Mendelssohn setzt bei seinem Violinkonzert nicht oft pure Schau oder Virtuosität. Sein Werk zeichnet sich durch eine Natürlichkeit aus, eine Leichtfüßigkeit und eine gewisse Noblesse, die sich durch das ganze Werk zieht. Christian Sinding ist im Vergleich zu Felix Mendelssohn-Bartholdy leider heutzutage wenig bekannt, aber seine Romanze in D-Dur hat mich gleich beim ersten Hören total gefesselt. Die Romanze ist sehr geigerisch geschrieben. Es gibt emotionale Ausbrüche, es gibt teils virtuose Passagen, aber im Gegensatz dazu dann auch wieder so unglaublich sensible Momente. Das erste Violinkonzert von Sinding fängt im Grunde wie bei Mendelssohn auch mit einem gewissen Ohrwurm an, der mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte. Einst war im Berliner Tageblatt zu lesen, das Konzert sei im besten Sinne effektvoll und von anregendem musikalischen Gehalt. Der zweite Satz das Violinkonzert ist eine wunderschön komponierte Passacaglia, in der die Solo-Geige das Thema in den Bässen einfach auf wunderbare Art und Weise umspielt. Für mich ist es der schönste Satz des Konzerts. Christian Sinding ist sehr in der deutschen Tonsprache verwurzelt, in der Tradition Mendelssohns, im Klangkosmos eines Richard Wagners. Und das hört man auch ganz stark in diesem Konzert heraus. Nichtsdestotrotz gibt es auch norwegische Wurzeln, die hörbar sind. Zum Beispiel in diesem stark rhythmisch geprägten finalen Schlusssatz, der übrigens auch nicht mit virtuosen Passagen geizt. Thank you.